Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle Zuschauer da draußen und Freunde des Schuhwidu YouTube-Kanals. Heute wende ich mich wieder einer Kundenanfrage zu. Und zwar geht es um den Freiraum im Schuh vor der Zehe. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Hintergrund für dieses Thema, für dieses Video, ist ein Telefonat mit einer Kundin, die also meinte, sie braucht jetzt unbedingt wieder neue Schuhe, weil der Freiraum von 12 mm nicht mehr gegeben ist. Da musste ich erstmal die Kundin aufklären, dass der Freiraum ja sowieso nur am Anfang, also beim Neukauf, vorhanden ist und dass er dann sozusagen sukzessive mit der Tragezeit vom Kind nach und nach aufgebraucht wird, weil ja die Füße halt in Schüben wachsen und somit diesen genutzten Freiraum mehr und mehr aufbrauchen. Das heißt also nicht, ich muss automatisch neue Schuhe kaufen, nur weil jetzt die 12 mm nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern man sagt immer so, wenn so die letzten 3-4 mm noch da sind, übrig sind, dann sollte man sich auf jeden Fall mit einem neuen Schuhkauf befassen. Ich demonstriere es mal ganz schön wieder mal, weil es ist ja auch immer gut, wenn man es nicht nur hört, sondern eben halt auch sieht. Würde man jetzt immer davon ausgehen, viele kennen ja das mit dem Freiraum immer noch, da muss ein Fingerbreit frei sein, da muss eine Daumenbreite frei sein und so weiter und so fort. Da muss ich leider meine Kunden in der Hinsicht immer wieder ein bisschen berichtigen. Daumenbreite schon mal geil, gleich gar nicht. Wenn, dann Daumen, dann höchstens vom Kind, aber weder von einem Erwachsenen noch von jemand anders, weil Daumenbreite bedeutet, ich habe mindestens, ich sage mal, und ich habe kleine Hände, dann habe ich also mindestens eine Breite von 2,5 cm. Je größer natürlich die Hände des Erwachsenen sind, desto natürlich größer ist auch der Daumen. Also Daumenbreite ist schon mal grundlegend verkehrt. Man geht also generell davon aus, ein Laufanfänger benötigt einen Freiraum von 9 bis 12 mm vor der großen Zehe, wenn man einen Schuh neu kauft. Bei älteren Kindern, größeren Kindern, versierten Läufern, kann der Freiraum bis 1,5 bis 1,7 cm ausgedehnt werden. Aber dann ist auch schon Schluss. Weil kein Kind läuft wirklich gut, wenn der Freiraum extrem groß ist. Ich nehme dazu mal hier zu Demonstrationszwecken unser kleines Modellfüßchen und würde das jetzt mal demonstrieren, wie das aussieht, wenn jetzt also eine Daumenbreite vorne Platz ist. Das ist definitiv zu viel. Ja, man würde es dann außerdem auch sehen im Schuh, der schnabbelt dann immer so vorne ein bisschen weg. Ganz einfach, weil der Freiraum vorne ja gar nicht ausgefüllt ist. Ja, und der Fuß auch vorne gar kein Gefühl mehr hätte in dem vorderen Bereich. Weil das ist dann so wie, ich sag schon mal, wie Taucherflosse, ne? So Schwimmflossen. So, also für dieses kleine Füßchen ist also die Größe 21 total gut angebracht. Dann haben wir hier diesen Freiraum von 9 bis 12 mm. Was sagen die Kenner immer? Ein Centstück sollte auf jeden Fall vorne vor die große Zehe passen. Dann weiß ich, dass ich den richtigen Freiraum habe. Und egal, ob ich das jetzt sozusagen bei einem wärmeren Schuh mache oder bei einem Lederschuh, dieser Freiraum sollte sozusagen immer gegeben sein. Vorsicht bei Modellen, die nicht so anatomisch korrekt gearbeitet sind wie die Barfußmodelle. Da geht dann meistens immer noch ein bisschen was verloren. Aber generell, das ist der Platz, den wir sozusagen dem Kind für die nächsten Wochen und Monate zubilligen würden. Das heißt also, wenn dieser Freiraum, wenn der Fuß wächst, dann wächst er ja insgesamt und er nutzt dann sozusagen diesen Freiraum für seine Schübe aus. Wenn wir dann hier sehen, dass wir hier noch die letzten 3-4 mm Platz haben, dann sollte man sich natürlich schon mal um eine neue Größe bemühen, ganz einfach, weil wenn das Kind länger mit euch läuft, streckt sich der Fuß und man rollt ab. Ein Kleinkind sozusagen läuft ja immer mit angezogener Handbremse, so sag's ich immer. Das heißt also, da sind ja noch die Zehen nach unten gerichtet, weil dieser Krallreflex ist ja
oder Zehen einrollen, ist ja angeboren. Und erst wenn ein Kind länger läuft oder auch wenn wir Erwachsenen länger laufen, strecken sich ja sozusagen die Füße. Der Fuß entspannt. Und dafür wollen wir ja auch den Freiraum mit haben, dass Kinder lernen, die Füße zu entspannen. Demzufolge wäre das dann sozusagen bei mir jetzt, wenn ich das so sehe, immer Ende der Fahnenstange. Ja, weil dann auch hier der Fuß, wenn man das immer so mal symbolisiert mit dem Abrollen, dann hätte der keinen Platz mehr nach vorne. Das heißt also, dann muss wieder eine neue Schuhgröße ran. Und das probiert man dann auch wieder am besten im Geschäft in aller Ruhe mit einer Verkaufsberaterin aus. So, also dessen. Bitte darauf achten, angemessener Freiraum ist gut. 9 bis 12 mm ist so die Norm. Und so würden Sie es bei uns auch bekommen. Für viele sieht das auch schon immer recht groß aus. Und dann muss ich natürlich auch immer sagen, muss ja auch so sein. Klar, der Schuh muss größer sein als der Fuß, der drinne steckt. Und das ist so ein kleiner Fehler, der vielen Müttern immer passiert, wenn sie ohne Kind nur mit dem Abdruck des Fußes im Kopf einen Schuh kaufen. Dann geht man daher und sagt, ist ja viel zu groß. Nee, so groß ist der Fuß ja nicht. Und dann sage ich immer, so, und jetzt nehmen wir mal den Freiraum weg. Das heißt also, ich zeige es mal hier vorne diese Fingerkappe, das bis das, ist das in etwa der Fuß? Das kommt hin. Dann sage ich, dann müssen wir die Größe nehmen. Weil, wenn der Schuh schon zu gut passt, wenn das einfach zu gut, zu harmonisch ausschaut, dann ist der Schuh eigentlich schon fast wieder zu klein. Also wir sehen das sehr oft, wenn Kinder reinkommen, schon am Gangbild, beziehungsweise wie gelaufen, wie abgerollt wird, sind wir dann manchmal immer erschrocken, wie groß dann die Füße sind, die sich dann sozusagen hier rausblättern. Ja? Eltern merken das immer weniger. Wird vielleicht auch im Stress, im Alltag, wird jetzt vielleicht nicht mal so oft drauf geachtet. Aber nehmt euch ruhig mal die Zeit, wenn ihr die Schuhe sauber macht. Kontrolliert mal wirklich zwischendurch mal die Größe. Also, der Schuh muss immer größer sein als der Fuß. Fußgröße ist nicht gleich Schuhgröße. Auch dazu gibt es noch ein tolles Video, was wir dazu noch gedreht haben. Und ansonsten denke ich doch mal, haben wir euch wieder ein bisschen schlauer gemacht. Und wie gesagt, wenn alles so einfach wäre, dann würde nicht ein Großteil der Kinder mit zu kleinen Schuhen umherlaufen. Weil das ist nämlich das Nonplusultra der Fehlerquelle. Ich kaufe die Schuhe nicht nach dem Aussehen der Füße, sondern nach dem Freiraum, den es nach vorne hin braucht. Das bedeutet, selbst wenn ich es zu Hause ausmesse, messe ich die Fußlänge, gebe 12 bis 15 mm dazu, dann weiß ich, welche Schuhinnenlänge ich haben muss. Und bitte auch das, ein großer Fehler, der immer wieder gerne gemacht wird, auch bei uns im Geschäft. Das Kind wird hochgenommen, der Schuh wird angehalten und dann sagt man, ja, ist ja viel zu groß. Klärchen. Welcher Fehler war im System? Zum einen, der Fuß war nicht unter Belastung, das Kind hat nicht gestanden, denn sobald ich den Fuß hochnehme, schnuppelt er praktisch zusammen. Er ist in Ruheposition, weil das Gewicht nicht drauf ist. Das ist schon mal der erste Fehler. Zweiter Fehler, wie gesagt, man kann das nie an der Größe von der Sohle aus machen, sondern muss immer den Innenraum beachten. Und den kann ich nur sehen, wenn ich eine herausnehmbare Sohle habe oder die Fachverkäuferin, die Fachberaterin Ihnen sozusagen die Schuhe von innen her ausmessen kann. Alles tolle Dinge, man muss es nur einfach wissen. Wendet es an und desto weniger Fehler passieren euch und eure Kinder laufen mit gesunden Füßen durch die Welt. Das ist doch toll. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten schönen Thema. Ich würde mich freuen.